erst verstehen, dann verstanden werden. Ganz, ganz, ganz wichtig, weil wir meistens verstanden werden wollen. Das heißt, wir versuchen anderen unsere Meinung aufzudrücken. Wir versuchen, so viel Redezeit zu bekommen wie möglich. Während andere Menschen reden, versuchen wir immer noch, unseren Satz vorzubereiten oder unser Gegenargument vorzubereiten. Wir versuchen, biografisch zu antworten. Also als Antwort ein Beispiel aus dem eigenen Leben zu geben, sozusagen als Ratschlag für andere. Und es ist nicht schlecht. Also natürlich, wenn wir gewisse Erfahrungen haben, können wir gewisse Ratschläge weitergeben. Aber diese Ratschläge haben kein Potenzial, keinen Tiefgang, wenn wir nicht erst versuchen, die Situation des anderen Menschen zu verstehen. Weil erst wenn sich ein anderer Mensch verstanden fühlt, hat der Ratschlag von uns einen Wert für ihn und hilft ihm auch weiter. Wenn er sich vorher nicht verstanden fühlt, hat der Ratschlag sozusagen keine Bedeutung für ihn. Und wir tendieren immer dazu, erst verstanden werden zu wollen, bevor wir andere verstehen wollen. Und das ist gar nicht so einfach, weil das ist so drin, das ist so einfach eine unbewusste Art und Weise, wie wir meistens in Gesprächen miteinander umgehen. Und was wir tun können, ist einfach, uns bewusst zu machen, dass wir keine Ratschläge geben können, wenn wir andere nicht verstehen. Und wir können ein Gefühl dafür entwickeln, andere verstehen zu wollen, weil uns die anderen Geschichten interessieren. Das können wir aber nur, wenn wir eine tiefgründige eigene Wahrheit haben und diese Wahrheit etablieren und nach dieser Wahrheit leben, sodass wir nicht etwas beweisen müssen, sozusagen. Wir wissen, dass wir zu unserer Wahrheit stehen, unabhängig von den äußeren Umständen. Also können wir uns vollständig öffnen, um den anderen Menschen zu verstehen. Verstehen bedeutet also zuhören. Und zwar nicht nur zuhören, indem man ja, ja sagt, alles klar, also dieses verständliche Zuhören, sondern versuchen, dieses Gefühl, was in der Aussage mitschwingt von dem anderen Menschen, dieses Gefühl zu verstehen und ihm dann sozusagen zu reflektieren. Man kann also, wenn ein Sohn zu seinem Vater sagt, ich habe zurzeit überhaupt keine Lust auf Schule, dann kann man sagen, aha, okay, du fühlst dich also unwohl in der Schule oder so. Also man kann versuchen, in anderen Worten diesen Inhalt wiederzugeben und das Gefühl, das man da hineininterpretiert, sozusagen ihm zurückwerfen. Und wenn man das tut, dann fühlt sich die andere Person nach und nach verstanden, denn man versteht wirklich, wie sie sich fühlt und woher sie kommt. Man kann natürlich nicht eins zu eins alle Hintergründe kennen. Man kann aber in diesem jetzigen Moment versuchen, zu ergründen, wie diese Person sich fühlt. Und wenn diese Person sich verstanden fühlt, dann öffnet sie sich und dann will sie auch Ratschläge annehmen. Und genau ist es auch umgekehrt. Das heißt, wenn wir lernen, einfach die Menschen erstmal zu verstehen oder verstehen zu wollen, bevor wir verstanden werden, dann entstehen echte tiefgründige Interaktionen. Dann entstehen nicht diese oberflächlichen Interaktionen und Gespräche, wo man nur versucht, seinen Standpunkt durchzudrücken oder sich selbst zu profilieren, weil man sich so gerne beim Reden zuhört und so weiter. Also, elementare Weisheit sozusagen, erst verstehen, dann verstanden werden. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.